Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von uns, Pi und Dragisch. Wenn ich von uns rede, dann meine ich mich, Benjamin und... Und mich, Richie. Hallo Leute. Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, seitdem wir das letzte Mal eine Aufnahme gemacht haben. Aber die Playoffs stehen jetzt auch für uns an. Wir konnten ja den ersten Platz in der Liga sichern und deswegen sind wir direkt ins Halbfinale gerutscht. Die Viertelfinalisten haben sich gegenseitig schon bekämpft letzte Woche. Und wie ihr uns schwer erkennen könnt an der ersten Karte, sind wir jetzt im Halbfinale gegen die Jungs von Psychedelic Psychos, Tyrty und Xatu Hatu. Genau, ich bin schon mega aufgeregt, muss ich zugeben. Hier nochmal die Übersicht von den Viertelfinals, die wir ja überspringen konnten, da wir Liga-Erster sind. Genau, dann, es gab natürlich auch einen Playoffs-Draft und da hat sich einiges getan an den Kadern. Und da würde ich sagen, kommen wir erstmal auf unseren Kader zu sprechen. Ja. Genau, hier habt ihr nochmal die hübsche Grafik. So, möchtest du anfangen? Ja, sure, warum nicht? Dann okay. Ich fange unten an. Du darfst dann dein Pokémon da oben vorstellen. Okay. Und zwar, ich fange an mit den ersten zwei Änderungen von uns. Und zwar im C-Tier ganz unten haben wir Pantimos. Genau, wir wollten einen Rapid Spinner haben, der hat uns ja noch gefehlt in unserem Kader davor. Wie ihr dann danach sehen könnt, haben wir auch unseren Psychotype weggegeben für ein anderes Pokémon, deswegen haben wir den auch wieder gebraucht. Und das Viech ist relativ schnell, wie gesagt Rapid Spin Support, aber eigentlich, und das ist ja die Tragödie, wollten wir Pantifrost, weil wir bei der Planung davon ausgegangen sind, dass Pantifrost im C-Tier ist, uns dann ein kleiner Fehler passiert ist. Und wir dann jetzt im Nachhinein gemerkt haben, dass Pantimos ein bisschen garbage ist, weil es hat nicht mal Slack off, aber whatever. Jetzt können wir uns trotzdem damit rumschlagen. Es kann wenigstens Rapid Spin, so ist nicht. Und hat 100 Base Speed, also ein paar Sachen kann es schon. Und dann haben wir noch meinen absoluten Goat, den wir jetzt reingedraftet haben, wofür ich mich stark ausgesprochen habe, und zwar Thanatora. Dieses Viech ist im B-Tier, finde ich echt nice. Wir haben keinen Rock-Type gehabt, jetzt haben wir einen sogar mit Shell Smash, also wenn der auf plus 2 geht, kann der Teams durchsweepen links und rechts. Ist natürlich mit ganz vielen Doppelschwächen nicht ganz so leicht, ihn zum Aufsetzen zu kriegen, aber wenn es dann halt mal passiert, dann GG. Genau, stabile Wincon also. Dann haben wir ebenso im B-Tier noch Donarion uns ins Team geholt. Den wollten wir eigentlich schon von Anfang an haben. Dann haben aber die Kollegen von Cool Pixie das einfach sich genommen. Und somit mussten wir warten, bis sie leider jetzt ausgeschieden sind. Aber wir halten das Mon in Ehren und das kämpft jetzt für das Team Pion Tragisch. Aber ich freue mich wirklich auf das Vieh. Gut, wir haben jetzt zwar nur zwei Kämpfe, aber ja, der kann... Hat extrem coolen extrem hohen Spezialangriff und hat auch Sticky Web und sowas. Ist schon ein nices Mon. Genau, und dann haben wir noch unser Gigamon ausgewechselt. Wir haben jetzt Giga Relaxo, was ohne Item ziemlich cool ist, habe ich gehört. Also ohne Beere. Aber ich finde Relaxo an sich schon viel zu gut. Der tankt halt sehr viel und wir hatten da vorne eigentlich ziemlich krasse Eisschwäche, was die wenigsten irgendwie nur ausgenutzt haben. Und mit Speckschicht haben wir jetzt da noch eine Resistenz. Und generell tankt der unglaublich viel und kann mit dem Dynamax-Moves auch fast jeden Typen. Ich denke, der kann uns sehr helfen. Ja. Das ist ein fettes Stück. Genau das, was wir brauchen. Genau. Und wir dachten uns, wir holen uns mal ein paar Kampfschwächen hier rein. Und da darf der Lachs natürlich nicht fehlen. Genau. Und bei den Gegnern hat sich natürlich auch einiges getan. Die haben auch einige Mons gewechselt. Also vier Stück. Ja, vier Stück kann man ja wechseln. Genauso wie wir. Genau. Wollen wir kurz drauf eingehen? Ja, sure. Also... Wenn ich mich jetzt noch recht entsinne, haben sie ihr Giga ausgetauscht. Davor hatten sie Duraludon, das kam so gut wie nie mit.
warum auch immer. Das Viech ist ja eigentlich gar nicht so kacke, aber Garbodor oder wie heißt das auf der Deponitox, Giga Deponitox, scheint jetzt der Go-To zu sein. Im Viertelfinale hat es gut Work gemacht. Das Spiel konnten wir uns schon angucken. Das heißt, da muss man auf jeden Fall dann aufpassen. Full Offensiv kann es halt genauso wie Relaxo ziemlich viele Typen abdecken. Und es ist auch gar nicht so langsam, wie man eigentlich glaubt. Was haben wir noch hier für Wechsel? Ich glaube, das... Nee, warte, Weezing Galava. Keldeos auf jeden Fall neu. Ja, genau, stimmt. Da haben sie sich einen dritten Water-Type ins Team geholt. Aber da Wasser ja nicht so der anfälligste Typ ist und die sich auch nicht zwingt, die Schwächen immer teilen mit Elektro und so, geht das, denke ich, voll in Ordnung. Und Keldeo ist sowieso ein super starkes Pokémon. Da gibt es zwar einige Doppeltypen, die das so ein bisschen handeln können, die Steps, aber es hat ja auch ein bisschen Coverage-Stuff noch. Und Call Mind ist auch nicht so ungefährlich. Ja, ich wäre froh, wenn sie es nicht mitnehmen, aber ob sie uns den Gefallen tun, das wird sie noch herausstellen. Genau, dann haben sie noch bei Schnupfen ist da gewildert und sich Arcani und Eldegoss geholt. Vom besten Kader und von den besten Spielern der Liga. Genau, ich denke, damit haben sie das Team auch nochmal aufgewertet. Arcani mit Bedroher und Teleport und auch offensiv ist der ja nicht zu unterschätzen. Ja. Und haben sie noch eine weitere Prio sich geholt. Ja, und mit Scalabra haben die ja so gut wie nichts gerissen bekommen, auch wenn Scalabra jetzt natürlich nicht so schlecht ist. Aber es hat halt irgendwie dann doch ein bisschen enttäuscht, haben sie ja auch selbst gesagt. Und ich glaube, mit Arcani haben die dann halt schon mehr Möglichkeiten, vor allem, weil es halt auch mehr, also vielseitiger eingesetzt werden kann, speziell oder physisch oder defensiv geht alles. Ja, aber ist ja immer so, dass ein paar Monster jetzt nicht so performen, wie sie können oder sollen und dafür halt andere glänzen. Also, aber in meinen Augen ist es trotzdem noch gefährlicher geworden dadurch, das Team. Ja. Und mit Eldegoss haben sie jetzt auch einen Rapid Spinner, weil davor hatten sie ja gut zwei Defogger hatten sie, aber die sind halt auch recht anfällig, zumindest das Snibunna, was ja auch gerne mitkommt, dagegen die Tarnsteine rauszuschmeißen, ist ja nicht verkehrt. Und mit Eldegoss haben sie halt Rapid Spin, der da zuverlässig das eigentlich wegmachen kann. Ja. Also genauso wie wir einen Rapid Spinner noch dazu gedraftet im C-Team. Mhm. Genau. Und ansonsten hat sich aber nicht viel verändert, ne? Also der defensive Chor ist noch immer der gleiche wie beim ersten Kampf von uns. Immer noch Bronzong plus Weezing plus Seismitoad. Das hat sich nicht geändert. Manfaxo ist auch noch am Start. Ja, das muss man schon mal sagen. Also, so gerade Smogmog und Seismitoad haben so wenige Schwächen und teilweise auch so unrelevante, so mit Pflanze. Das kriegt man eigentlich mit jedem zweiten Mon resisted. Und gegen Weezing hat man auch nicht so viele effektive Moves und Bronzong auch nicht. Das ist schon nicht ganz einfach, da irgendwie durchzukommen. Der einzige Vorteil ist, dass die alle sich eher nur schwer hochheilen können. Also die kriegt man recht gut gechippt. Außer jetzt vielleicht Smogmog mit Pain Split, aber da ist ja auch so ein Gamble. Gibt Schlimmeres. Genau, aber ich muss trotzdem sagen, sehr starker Kader. Ja. Das haben wir, glaube ich, damals ja auch schon gesagt. Und jetzt ist er eigentlich nur noch stärker geworden. Ja, der war ja nicht umsonst erster Platz bei den Power Rankings. Ja. Und auch mit Manfaxo haben sie eigentlich ein gutes Special Ball noch im C-Tier. C ist ja so manchmal so, denkt man sich ja, Trash kommt eh nicht mit. Aber das ist halt auch nicht unwahrscheinlich eigentlich, dass es gegen uns mitkommen kann. Gerade wegen Katapultra und sowas. Und Xato so für Magic Bounce und sowas. Ja, was fällt dir noch ein? Nicht viel. Ich glaube, wir können eigentlich zu unserem Pokémon springen. Genau, und da müssen wir natürlich versuchen, trotzdem irgendwie ins Finale zu kommen. Und wir haben uns lange Gedanken gemacht und hier ist unser cooles Team. Hoffentlich cooles Team. Genau. Wir haben gleich mal ein neues Mon eingepackt. Und zwar Donarion, welches offensiv unfassbar gut ist, wie ich finde.
mit seinen zwei Steps trifft es eigentlich alles. Der einzige Switch-In wäre jetzt Manfraxo, aber gegen den können wir rauswechseln und dann auf den Wechsel gleich was Physisches oder was anderes halt reinwechseln. Genau, das Klebenetz haben wir hier gesehen im Matchup für sowas wie Snibunna, Keldeo, Arcani, Garbador. Das wird dann alles getrappt und wird outspeedet von den meisten Monstern von uns. Und Snibunna kann dann nicht so gut Kills holen. Genau, ein Ruheort für die Langlebigkeit. Dafür haben wir auch fast volle KP und ein paar Speedpunkte für random Speedcreeps, obwohl das eher unwahrscheinlich ist, weil ich glaube, das Einzige, was langsamer ist, ist Manfraxo und Bronzong, und den will man nicht so viel Speed geben. Aber man weiß ja nie. Genau, und die Plateauschuhe eben, um keine Tarnsteine abzubekommen. Weil das sonst jedes Mal 25% wären und das wollen wir nicht. Weil Donarien können wir auch in ziemlich viele Sachen reinschmeißen. Sowas wie Pranawarz, Bronzong, Manfraxo, die machen uns eigentlich alle nicht viel. Genau, und das Einzige, was uns wirklich, also ich habe jetzt nicht alles durchgekalkt, aber was ich denke, was uns nur one-hitten kann, ist wahrscheinlich offensives Arcani mit Flammenblitz, Flammenwurf. Von fast allem sollte man eigentlich was tanken. Und ich denke, das ist schon mal einiges wert. Ich freue mich auf das Pokémon. Genau, und ist ja auch ein Herzenspick. Ja, und die Kombi besteht aus dem nächsten Pokémon, was ich euch vorstellen kann. Genau, das ist unser spezieller Angreifer. Jetzt kommt unser physischer Angreifer. Und zwar Grabbit mit dem Leben-Orb. Wir haben kurz darüber debattiert, ein Schwertanz-Leben-Orb-Set zu spielen, haben dann aber gemerkt, dass wir zusätzlich zu Erdbeben und Body Slam, den Standard-Steps, den Abschlag und den Ruckzuck-Hieb haben wollen. Einfach aus dem Grund, dass die Prio halt mega nice sein kann, schon alleine wegen Grabbit Speed hier. Klar, wir haben den Klebenetz-Support von Donarion, aber man kann sich ja jetzt nicht immer nur auf das Klebenetz verlassen. Und Ruckzuck-Hieb ist halt einfach mega stark, also von Grabbit mit Leben-Orb durch die Fähigkeit, also darf man nicht unterschätzen, wie viel Schaden es macht. Und wir brauchen nicht zwingend dieses Plus 2, um da irgendwie durchzubrechen. Vor allem, weil wir auch kaum Möglichkeiten haben, dann irgendwo mal Plus 2 zu gehen, ohne viel Schaden zu fressen. Und der Abschlag ist halt für sowas wie Bronzong oder sowas halt mega nice, um den halt richtig gut anzuchippen. Und ich glaube, wir haben auch gekalkt, das sind irgendwie so 70-80%, was der Abschlag macht auf Bronzong. Also echt nicht zu unterschätzen. Und wir hatten das ja auch schon beim ersten Spieltag dabei, das Grabbit. Da hat es auch relativ guten Work gemacht mit der Gravity-Kombo. so viel kann ich schon mal verraten, die gibt's heute diesen Spieltag nicht. Die wird nicht nochmal kommen. Aber mit den Moves sollte auch Grabbit wieder gut Work machen können. Und von den EV-Punkten auch nichts Neues. 252 Init, aber mit dem harten Wesen. Damit outspeeden wir hartes Wesen, Deponitox Fullspeed und Hartwesen Kingler Fullspeed, also die Base 75er. Und ja, genau. Genau, dann Nächstes, unser Milotic, weil Snibunna hat uns stark Kopfschmerzen bereitet. Und irgendwie haben wir da immer noch nichts richtig. Und Milotic tankt das noch am ehesten. Also vor allem, wenn wir den Heißorb getriggert bekommen und den Verteidigungsboost bekommen, dann leben wir Knockoff eigentlich recht gut. Und das Item, was wir verlieren, ist dann halt auch egal. Genau, generell tankt es eigentlich von vielen Mons, aus deren Kader was. Kann man eigentlich in vieles reinschmeißen. Und wenn es verbrannt ist, kann es nicht mal vergiftet werden. Dafür können wir die Gegner vergiften mit Toxinen und mit Siedewasser vielleicht einen Burn kriegen. Und dann, das klingt, sieht jetzt wahrscheinlich ein bisschen gimmickhaft aus, haben wir noch den Whirlpool für Bronzong oder irgendwas, was wir so einfangen können. Man rechnet jetzt nicht zwingend damit und wir hatten den Slot noch frei. Genau, und natürlich für die Langlebigkeit noch Genesung, damit wir uns permanent hochheilen können.
ja, Milutic soll ja defensiv hier den Laden zusammenhalten. Und ich hoffe, das kriegen wir auch hin, weil sonst geht Snibunna wahrscheinlich ziemlich durch. Das müssen wir wieder verhindern. Stimmt. Genau. Das nächste überlasse ich selbstverständlich wieder dir. Danke. Und zwar Katapultra. Von Defensive jetzt zu wieder absoluter Offensive. Wir spielen das Valbre-Set. Wir wollten mal ein bisschen durchmixen. Letztes Mal hatten wir ein physisches Katapultra mit Dragon Dance dabei. Jetzt haben wir uns für ein Special Katapultra entschieden, weil die Gegner halt bis auf Mamfaxo absolut keinen Specs Spukball Switch in haben. Und wir auch so ein bisschen drauf gamblen, dass Mamfaxo vielleicht nicht mitkommt, weil er halt schon beim letzten Mal dabei war. Und das vielleicht so ein bisschen von den Gegnern dann auch durchgewechselt werden will. Und dann wäre halt natürlich absolut Best-Case-Szenario für uns, weil wir dann einfach reinkommen können, Spukball drücken und irgendwas kriegt halt heftig viel Schaden. Dann noch den Draco, weil einfach stärkste Attacke, die wir haben. Flammenwurf für... Was war Flammenwurf nochmal? Snibunna, glaube ich. Also Draco killt das zwar auch, aber warum nicht? Ach nee, und für Eldegoss. Stimmt. Genau, für Eldegoss, weil Flammenwurf deutlich mehr Schaden macht als Spukball und Eldegoss so eine hohe Spezialverteidigung hat von Natur aus. Dann können wir das 1v1 nämlich dort auch gewinnen. Und dann noch die Kehrtwende für Momentum. Schwebe durch als Fähigkeit selbst erklären, falls irgendjemand von denen auf den Gedanken kommt, sich hinter einen Sub zu verstecken. Und ansonsten von den EV-Punkten her 124 Init, damit outspeeden wir einen Jolly Raichu. Mäßiges Wesen und 252 Spezialangriff, um reinzuböllern und den Rest halt im KP, um dann vielleicht auch mal wieder einen Angriff tanken zu können. Genau, also da wir so ein, dummerweise so eine große Speed-Gap haben zwischen 100 und 140 von Katapultra, werden die Snibunna höchstwahrscheinlich mit Element spielen. Deswegen haben wir gleich auf Raichu gespeedcreept. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Ja, wir haben auch noch einen Sticky Web im Notfall. Also ich glaube schon, dass es okay ist. Okay, dann wie im Hinspiel ebenso wieder dabei unser gutes Pipi. Ja, wir haben eine physische Wall schon mit Milotic und Pipi ist dann für die speziellen Monster und außerdem wollten wir unbedingt die Tarnsterne mitbringen für Snibunna, damit das jedes Mal ein Viertel Schaden bekommt. Und naja, das war dann so mehr oder weniger Ausschlussprinzip. Tentantel wird irgendwie von allem getroffen, insofern sie eine Kampfattacke mitnehmen. Und Pipi kann da, denke ich, auch viel Work machen und mit Geowurf machen wir halt jedes Mal 100 KP Schaden. Ja doch. Ja. Und da sie keinen Geist haben, trifft das jedes Mon und auch sowas wie Bronzong und Branawat, die sich dann nicht hochheilen können, kriegen dadurch viel Schaden. Gegen Mamfaxo können wir dann Zugabe drücken, falls es irgendwie cursen will. Und Weichei selbst erklären zum Hochheilen. Genau, also primär so für sowas wie Keldeo und Raichu, obwohl da müssen wir auch aufpassen vor Setup und sowas. Ich glaube, das ist das Pipi erklärt. Ja, oder ich meine, damit haben... Nee, wegen Setup, dafür haben wir ja Zugabe dabei. Stimmt auch wieder. Ja. Ja. Genau, und als letztes Mann haben wir Pi und Draghi, das Maskottchen. Hier, ganz ungewohnt, nicht mit Toxic Spikes, sondern mit Gift-Tip, Abschlag... Ah, da steht Anschlag, aber okay. Dann wird ein Anschlag gemacht auf die Gegner. Suizidbomber Pi und Draghi. Sehr geil. Damit ist natürlich Abschlag gemeint, aber Anschlag ist noch besser. Dann den Schwerttanz, um uns auf plus 2 boosten, weil Krabbit hat ihn ja nicht bekommen. Dann kann Pi und Draghi den ruhig haben. Und mit giftigem Abschlag können wir eigentlich alles im Gegnerteam gut treffen. Und dann halt noch den Verhöhner, weil der Verhöhner ärgert halt einfach dauernd diese eher passiveren Mons wie Bronzong, Weezing kann uns dann nicht verbrennen und so und Zeug. Und das kann Piotrage einfach ganz gut abfangen. Dann haben wir 252 Angriff, wieder mit dem harten Wesen, um möglichst viel Schaden zu machen.
96 Init, um erneut ein Adamant Fullspeed, wie heißt das, Deponitox zu outspeeden und Kingler und dann 160 KP, damit wir wieder was tanken können. Also jetzt nichts Welterneuendes. Und dann versuchen wir so die defensiven Türme des Gegners einzureißen. Neu ist halt nur der Anschlag. Der ist diesmal einzigartig auf Piontragi, aber... Ja. Mir wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Vor allem, es fällt mir gerade richtig gut auf, Kampfpanzer als Fähigkeit und dann der Anschlag als Attacke. Die Invasion des Deutschen Reich kommt zurück. Das höre ich auch. Nein, Nias war hier die Zuschauer verkrollen. Ja, das war natürlich nur ein Scherz, ne? Genau, wir haben noch eine Viertelstunde, dann kämpfen wir tatsächlich, wenn alles glatt läuft. Aber die Kollegen waren immer sehr zuverlässig. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, ich auch. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, das gehört dazu. Man ist ja nicht ständig im Halbfinale. Genau. Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Heute mal wieder ein bisschen detailreicher, aber wir haben ja auch viele Wechsel jetzt gemacht im Playoff-Draft. Und dann hoffe ich, dass wir euch bei dem wahrscheinlich sehr spannenden Halbfinalkampf sehen werden. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao.